Flamme, hilf mir! Hilfe! Hilfe! Eigene Festung. In Ordnung? Ach, klasse. Ich habe mir unnötig Sorgen gemacht. Ich habe gute Neuigkeiten. Der Tank ist voll. Genau das, was wir brauchen. Es gibt aber auch schlechte Neuigkeiten. Das Tor ist verschlossen und wir können ihn nicht rausbringen. Herr Oberst, Damir hier. Wir haben den Tank gesichert, aber es gibt ein Problem mit dem Tor. Verstanden. Dann gehen wir zu Plan B über. Handelt entsprechend. Siehst du? Das Kabel verbindet das Tor mit dem Turm. Aber wie kommen wir dahin? Ah, sieht nach einer ordentlichen Festung aus. Meine Herren, ihr habt doch wohl nicht ernsthaft vor, unsere Festung anzugreifen. Respekt vor eurem Mut. Aber es wäre eine Vergeudung, euer Leben einfach so wegzuwerfen. Wer von euch beiden ist der Anführer? Komm hier hoch! Wir müssen etwas besprechen. Hör nur, wie dieser Mistkerl redet. Jetzt zeigt er ein völlig anderes Gesicht. Aber wir haben ihm einen dicken Knüppel zwischen die Beine geworfen, was seine Pläne betrifft. Nimm die Waffe runter und komm hoch. Ansonsten müssen wir ein sinnloses Blutbad veranstalten.
dich nicht mal an. Es sei denn, du möchtest das. Das gefällt mir nicht, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn wir nicht aus dieser Wüste verschwinden, sind wir so gut wie tot. Was hast du gesagt? Viel Glück, Artyom. Wenn ich doch einfach das Ding schief geht, werde ich... Ja, ich werde tun. Komm her! Mach einen Bogen um die Stinker und dann weiter. Das sind zu viele, um sie zu zählen. Der Boss hasst Gestank. Sieh zu, dass du gleich nicht aufsteckst. Das schaffst du mit geschlossenen Augen. Ich weiß das. Penthouse nennt man so etwas. Hörst du endlich auf, mich zu nerven? Ich mach hier was für den Boss. Wenn dir also irgendwas nicht passt, dann geh damit zu ihm. Das mischt er sich schließlich auch ein, ne? Tja, sieh mal. Ohne meinen Brenner kann ich einfach nicht leben. Ich besorg dir ein paar Teile und wenn du bis zum Raubzug fertig bist, kriegst du die Hälfte meiner Beute. Abgemacht? Ich hätte lieber eine Frau. Abgemacht. Gut, dann komm gleich morgens zurück. Und such mir ein junges Ding aus, eins mit etwas Fleisch auf den Rippen. Das ist mal was Neues. Und wofür brauchst du die Schlampe? Ich dachte, du tickst anders. Ja, halt die Klappe, du bescheuerter Komiker. Warte nur, bis du mich mal um irgendwas bitten willst. Ich arbeiten muss, um Meister zu zeigen. Komm schon, Mann. Gehorsamer Sklave. Schon gut. Der Meister kann mich alles zu Träger gut machen. Trotzdem, mir alles nicht naja, gefällt. Egal. Dann sehen wir uns morgen. Und vergiss nicht, später. Ich will eine gute, gesunde Frau. Ha! Du musst zu dieser Zugbande gehören. Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Die waren noch nie freundlich zu Fremden. Und jetzt, nachdem ihr so viel losgetreten habt... Naja, ich sag's mal so. Sei vorsichtig, wenn du mit dem Ding hier herumfährst. Das Baby wird dich nicht enttäuschen. Ich habe es eigenhändig gebaut. Glaubst du etwa, ich hätte den Wagen nicht erkannt? Ich erkenne meine Maschinen aus einem Kilometer Entfernung. Wie auch immer, der Wagen wird dich nicht enttäuschen, aber ein falscher Schritt und du verstehst, was ich meine. Also mach schon. Ich habe schon alle Hände voll damit zu tun, auf diese Trottel aufzupassen. Sieh dir nur die verdammte Schönheit an, die Wind für den Boss baut. Das ist kein gewöhnlicher Wagen, würde ich sagen. Wir dürfen ihn natürlich nur angucken. Scheiße. Sei du bloß still, was das betrifft. Du bist doch ein Glücksvogel, bist auf Anhieb zur internen Wache befördert worden. Wir dürfen ihn natürlich nur angucken. Ach komm schon, so habe ich das nicht gemeint. Was kommt schon? Manches muss man sich verdienen. Ich habe hier 10 Jahre ohne Beförderung verbracht und keinen Mucks gesagt. Schon gut, reg dich ab. Verdammte Emporkömmlinge wollen alles auf dem silbernen Tablett serviert bekommen. Bist du blind oder was? Reparier die Scheiße! Kisik Milia Tuseto na, Miststück. Und ihr strengt euch jetzt an, Beregus Dapmilia. Ich verfüttere euch an die Hunde, wenn ihr es verpatzt. Na los, Bewegung, na. Kusti Itero, Milia. Wenn ich euch einfach machen lasse, dauert das ja ewig, ihr Trottel. Was döst du hier rum, Uyukta Maumelia? Du musst den Umweg nehmen. Da sind ein paar Affen auf der Strecke. Sollen sie sich austoben? Die brauchen das.
Zieh dran, verdammt nochmal! Streng dich mal an! Warum zum Teufel haben wir dich gestern gefüttert? Verdammte Scheiße! Mach den Scheißer kalt, bevor er uns alle in Brand steckt! Der ist echt wegen seiner Dummheit gefeuert worden! Verdammt, sind die dumm! Das war schon der dritte in dieser Woche! Hirnlose Idioten! Was zum Teufel soll ich Kostil jetzt sagen? Mir sind die Primitiven ausgegangen, gib mir noch ein paar! Diese verdammten Schwachköpfe, jetzt muss ich eine Nachtschicht einlegen! Bescheuerte Miststücke! Da werden die Primitiven festgehalten. Willst du dich zu ihm gesellen? Das lässt sich arrangieren, eh? Gut, dass du auf mich hörst. Gut, dass du auf mich hörst. Ei, ei, mehr Leid tut, Meister. Mehr Leid tut. Jetzt bist du am Arsch. Wer ist dein Meister? Ei. Ich bin jetzt dein Meister. Meister. Du gibst mir keine Widerworte. Bitte nicht. Du hörst nur zu. Das ist wohl wenn ich sage, spring. Dann springst du! Wenn ich sage, du verdammtes Miststück! Du Stück Scheiße! Vielleicht mal. Nimm das! Da! Stirb! Stirb endlich! Bewegung! Oh, der Wachdienst ist einfach. Geh einfach die Treppe hoch. Ich arbeiten muss, um Meister zu zeigen, ich gut das an der Wohnung der Anführer und am Harem vorbei. Dann kommst du zur Tür vom Boss. Trotzdem, mir alles nicht gefällt. Ich jetzt kämpfen und Ruhm haben will, nicht später. Krieger werden und für heilige Flamme kämpfen. Ja, geh einfach. Hey, seht ihr die Leiter? Was ist das da? Na los! Was dauert da so lange? Komm endlich her! Was bringen gut arbeiten? Mörser nur schreit und nicht schreit. Besser sterben als kodieren. Die Scheiße an. Die Schlacht war das Wasser des Meisters. Komm schon, die Treppe hoch mit dir. Der Boss wartet nicht. Du bist ein Hund! Halt deine Fahrt! Weniger als ein Hund! Ah! Das Wasser ist für Menschen! Ah! Das tut weh! Für den Meister! Verstehst du? Hey, du! Beweg deinen Arsch hierher! Ja, Uli Mörser. Wirf das Stück Scheiße hier raus, mach schon! Sofort! Ja, ja, Uli Mörser. Giul sagt, wir Meister gehorchen müssen. Sie Plan hat, guten Plan. Wenn sie sagt, wir Aufstand machen, alle Mörser töten. Jetzt arbeiten muss, aber so schwer.
Das ist einer von den Neuankömmlingen. Will dem Boss die Stiefel lecken. Was dauert das so lange? Schüttel deinen Arsch. Oh, ich bin fast... Na los, Bewegung! Hast du schon wieder geweint? Schüttel deinen Arsch. Als wenn schon. Hey, hübscher Junge. Wo kommst du denn her? Ja, los! Komm zu mir, wenn du mit dem Baron gesprochen hast. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ein Mädchen wie mich findest du sonst nirgends. Hey, du bewegst dich ja kaum. Du bist derjenige, der zum Boss will? Dann komm rein. Vergeude die Zeit vom Boss nicht! Hast du einen anderen Empfang erwartet? Leg deine Waffe weg. Hier können wir ohne Masken reden. Ich vertraue allen Anwesenden. Kommt es dir komisch vor, dass mich deine Dummheiten nicht ärgern? Tja, weißt du, diese Welt ist rau und chaotisch. Ich gebe mein Bestes, um etwas Ordnung zu schaffen. Denn ohne Ordnung gibt es keine Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und ohne Hoffnung kann man nicht leben. Aber lass uns auf den Punkt kommen. Du bist definitiv nicht hier, weil du die Landschaft so schön findest. Also hast du ein Ziel. Und dieses Ziel ist vermutlich weit von hier entfernt. Ich habe Respekt vor Menschen mit einem Lebensziel. Daher bin ich bereit, dich mit Treibstoff für deine Reise zu versorgen. Im Gegenzug verlange ich auch nicht viel. Übergib Giul an mich. Bring sie zu mir, dann haben wir alle gewonnen. Ich bekomme Giul und du deinen Treibstoff. Alle werden lange und glücklich leben. Und? Giul ist selbst gekommen. Jetzt wirst du für alles bluten. Von der anderen Seite verschlossen! Dieser Feigling! Meinst du, ich wäre dumm? Ihr wolltet keinen Deal? Jetzt werdet ihr alle sterben! Du zuerst, Giul! Tötet sie! Artyom, mach dich bereit! Wir müssen diese Hunde töten! Da ist der Schweinehund! Artyom, was ist los? Nimm das, du verdammtes Miststück! Hab das Miststück im Visier! Nimm das, du Miststück! Ich hab ihn im Visier! Kraft des Verbotenen.
Eine Aura der Probleme, die keiner braucht. Zum Glück stirbt sie nach deinem Tod heraus. Die Schweine haben ihn erwischt! Artyom, mach dich bereit! Wir müssen diese Hunde töten! Das ist für dich, dreckiger Wurm! Da ist der Schalter! Da ist der Schalter! Artyom, was ist los? Jungs! Und du schätzt die Schwachen. Aber so funktionieren die Menschen. In ihr gewinnen immer die Starken. Unsere Stärke liegt in unserer Einheit, in unserem Heute Glauben, töte ich dich. Der uns Morgen töte ich deinen Baron. Durch diesen Glauben können wir sie behüten, anleiten, davor beschützen, in der Wüste zu verschwinden. Aber du, Giul, du führst deine Leute in die Irre. Sie halten dich für ein Idol. Du hast diese Aura der Rebellion, die Anziehungskraft des Verbotenen. Eine Aura der Probleme, die keiner braucht. Zum Glück wird sie nach deinem Tod verrauchen. Ach, warum spricht er nicht mehr? Artyom, ich gehe da rein, bevor der Hund wegläuft. Ich fange ihn und öffne die Tür für dich. Warte! Wo willst du hin, du Schwätzer? Da bist du ja! Verdammt! Lade nach!
Ach, sieh dir das Blutbad an. Du hast voll aufgedreht, was? Puh, beeindruckend. Das ist also der Plan, von dem Gyul sprach. Was zum Teufel geht da vor? Raus da! Ich schicke Leute, um euren Rückzug zu decken. Die Tür gibt nach. Brechen wir sie auf, Artyom. Na los, Artyom. Artyom! Den Baron! Nur die Stärksten, die überleben! Artyom, dein Kopf ist im Weg. Tor offen! Der Kesselwagen wird angekuppelt! Du gibst meinen Leuten Hoffnung. Das werde ich niemals vergessen. Aber für mich hat dieser Krieg erst begonnen. Ich muss ihn zu Ende bringen. Muss siegen. Lass uns gehen, Artyom. Danke, dass du meinen Leuten geholfen hast. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Du bist wieder zurück, Geliebter. Ich hatte mir große Sorgen gemacht.